Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Ich heiße Severin und moderiere heute zum ersten Mal Videogame. Das ist Top Edition 239. Zusätzlich machen wir seit 2 Jahren Berufsfallstage an der Berufsmesse in Zürich. Dort tratschen wir mit verschiedenen Promis und mit verschiedenen Lehrmeistern über ihren Beruf und klären euch auf, was ihr bei uns lernen könnt. Heute zeigen wir euch Ausschnitte von der Berufsfallstage vom Dienstag, Mittwoch und Donnerstag, wo ich unter anderem die Ex-Videogangster Jonathan Schächter und Stefan Büsser interviewt habe, auch bekannt als Büssi und Jonsch. Die kompletten Videos von den Interviews findest du auf unserem YouTube-Kanal. Und wenn du jetzt noch willst Mitglied werden, bleib bis ganz am Schluss dran. Jetzt gehen wir live. Stage Talk. So, hallo zusammen und herzlich willkommen hier an der Berufsfallstage. Neben mir sitzt Jonathan Schächter, wir nennen ihn auch Jonsch. Herzlich willkommen. Hey, ciao. Stell dich doch bitte einfach mal vor für die, die dich noch nicht kennen und... Oder die, die dich nicht gerade einordnen können. Es steht doch alles Wichtige da hinten auf dem wunderschönen Screen. Mein Name ist... Oh, soll ich das Mikrofon ein bisschen weiter wegnehmen? Mein Name ist Jonsch. Ich arbeite als Moderator schon seit ganz, ganz vielen Jahren. Im Radio, im Fernsehen, in Schwammedingen und aktuell bei Energy moderiere ich die Morgenshow. Energy, mein Morgen. Okay. wir nennen dich ja Jonsch. Wieso nennt man dich Jonsch? Oder wie bist du auf den Spitznamen gekommen? Oder ganz, wer hat dich Jonsch genannt? Ganz einfach. Ich heiße ja Jonathan, das ist mein bürgerlicher Name. Meine Mama hat gefunden, so nach etwa 3 Tagen, als ich auf der Welt war, der Name ist viel zu anstrengend für mich. Vor allem, ich bin ein Typ, der immer Seich gemacht hat als Kind, auch heute irgendwie noch. Und da hat sie ja gefunden, zum Schimpfen ist es einfach, weil sie einfach sagt, Jonsch, mach das nicht, mach das nicht. Also, deine Mutter hat dir einen Spitznamen gegeben? Seit ich ein Baby bin, heiße ich Jonsch. Okay. Und das hat sich durch die Schule durchgezogen. Und bis jetzt, ich meine, ich bin jetzt 19 und ich heiße jetzt einfach 19 Jahre lang... Jonsch. Wieso lachen die? Hey. Nein, ich bin ein bisschen älter als 19. Aber genau, ich heiße immer Jonsch. Okay, können wir doch sitzen da ne? Es bist ja niemand, außer die Jungs. Die wissen. Aber die haben das Gefühl, sie kommen eine Million über. Ich habe ihnen vorher gesagt, sie kommen eine Million über. Du bist auch bei Videogang gewesen. Oh, stimmt. Wann hast du deine ersten Erfahrungen bei Videogang gemacht? Wie bist du dazu gekommen? Und vor allem, wie bist du nachher auf die Idee gekommen, Radio- und TV-Produktionsfirma Trash TV zu gründen? Ja, also das ist eine gute Frage. Ich habe immer ein Flair für die Medien. Radio hat mich immer fasziniert. Fernsehen hat mich immer fasziniert. Und ich bin dann tatsächlich mit 16 auf die Videogang aufmerksam geworden. Die ist früher noch auf Tele Zürich gelaufen. Ich weiß nicht, ob ihr den Sender überhaupt kennt, Tele Zürich. Und das haben ganz viele Jugendliche geschaut. Wir haben ja, heisst es glaube ich immer noch so, Videogang. Das Fernsehen von Jugendlichen für Jugendliche. Und damals war ich 16. Und das hat mich mega fasziniert und dort hatte ich das Glück gehabt, dass ich dort auch moderieren konnte. Herzlich willkommen zurück zu der Berufsfallstage hier in Zürich. Ich habe 2 Gäste bei mir. Stell dir mal kurz vor. Wer sind ihr? Ganz nah, ganz nah. Also, ich heiße Zoe, bin 14 und komme von Zürich. Also, ich heiße Marco Gomez, bin 14, ich komme auch aus Zürich. Super. Freut mich, dass ihr da seid. Was hat euch da angebracht? Wieso sind ihr da? Also, wir sind eigentlich da, weil wir von der Schule geschickt worden sind. Und sie also nicht freiwillig? Also freiwillig schon, weil wir haben halt keine Schuhe gehabt, aber halt, wir haben halt gedacht, es hilft uns ins Berufsleben. Mhm. Und da wir noch 14 sind, kann es uns wie weiterhelfen und sagen, ja, okay, jetzt kennen wir den Job besser oder den Beruf und darum, ja. Dann haben wir extra frei bekommen für die Berufsmesse heute? Nein, nicht ganz. Also wir hätten am Nachmittag Schule, aber da unser Werk ausgefallen ist, weil wir schon das Ding fertig hatten, haben wir keine Werke. Jetzt gehen wir live. Stage Talk. Heute begrüßen wir Jennifer Bosshardt bei uns. Hallo. Heute haben wir sie hier bei uns und wir machen ein kleines Interview mit ihr. Und sie wird uns darüber erzählen, was sie in ihrem Leben schon gemacht hat und wieso sie jetzt gerade als TV-Moderatorin arbeitet.
Für Leute, die Sie vielleicht noch nicht kennen, können Sie sich mal kurz vorstellen? Hallo miteinander, ich bin Jennifer Bossart. Ich arbeite für die SRF-Sendung Glanz und Gläue als People-Journalistin und auch als Moderatorin. Und so kennen mich wahrscheinlich die Leute. Eine Frage, die wahrscheinlich alle interessiert. Wie sind Sie dazu gekommen, eigentlich Moderatorin zu werden? Also bei mir war es ein extremer Zufall gewesen. Ich wollte eigentlich nie Moderatorin werden, ich wollte immer Journalistin werden und habe lange auch für Zeitungen geschrieben und für Magazine, wie zum Beispiel die Annabelle oder die Basler Zeitung. Und bin dann per Zufall zum Praktikum gekommen, beim SRF, bei Glanz und Gläuer. Und das hat mir so gut gefallen, dass ich gefunden habe, hey, da möchte ich bleiben. Und entsprechend habe ich mich richtig ins Zeug gelegt. Ich habe eine Festanstellung gekriegt und kurz darauf aber wiederum durch einen Zufall, also meine ganze Karriere ist eigentlich ein grosser Zufall, bin ich in diesem Casting zur Moderation für Glanz und Gläuer gelandet. Und wie ist es so? Also man sieht es ja immer im Fernsehen so mega glücklich und... Ich bin immer mega glücklich. Nein, es ist anstrengend, sicher viel anstrengender als man meint. Es ist mit sehr vielen Sachen verbunden, die man vielleicht nicht sieht vor der Kamera, aber das ist ja auch gewollt. Man will ja nicht, dass die Leute sehen, was für Arbeit dahinter steckt, hinter so einer Sendung. Ich bin sicher auch nicht immer 100% glücklich, auch nicht immer mit meiner eigenen Leistung, sowohl als Journalistin wie auch als Moderatorin. Aber im Großen und Ganzen ist es ein mega lässiger Job mit unglaublich vielfältigen Tagen, wo jeden Tag etwas anderes passiert und ich kann es jedem empfehlen. Das ist cool. Es ist doch so, man sieht es ja im Fernsehen und Sie moderieren jetzt gerade Glanz und Gloria, aber haben Sie noch was vor, also wenn Sie noch mehr? Ja, habe ich noch etwas vor. Ich muss ehrlich sagen, als ich angefangen habe im Journalismus, hätte ich nie gedacht, dass ich überhaupt irgendwann einmal beim SRF bin. Geschweige denn als Moderatorin. Also bin ich eigentlich schon viel weiter gekommen mit meinen jetzt 26, als ich überhaupt jemals geträumt oder gedacht habe. Mhm. Momentan gebe ich mir sehr viel Mühe, einmal so ein bisschen zur Ruhe zu kommen und einfach mal zu genießen, was ich geschafft habe bis jetzt und mich richtig in das Ganze hineinzuleben. Weil ich habe das Gefühl, die letzten 2 Jahre, so lange mache ich das jetzt, bin ich eigentlich konstant nur überfordert gewesen. Jetzt gehen wir live. Stage Talk. Wir sind auf der Berufswahl-Stage und mein Gast ist heute der Zürcher Musiker Sela. Er macht Urban Electro und ist im Juni zum SRF Best Talent gewotet worden. Hallo Sela. Ciao. Stell dich doch mal kurz vor. Ja, ich bin der Sela und ich bin aus dem Raum Zürich und ich mache elektronische Musik, so wie du jetzt vorher gerade richtig gesagt hast. Und ich bin vor ein paar Jahren schon mal da gewesen und jetzt natürlich seit einer Zeit nicht mehr an dieser Berufsmesse. Und deshalb ist es schön, wieder zurück zu sein. Cool. Ich wollte fragen, wir haben vorher einen Clip gesehen von dir. Erzähl doch mal ein bisschen darüber. Wie ist der entstanden? Ja, wir haben für einen neuen Song von meinem neuen Album haben wir ein Musikvideo machen und dann sind wir zu viert auf Marokko gereist und haben dann zu viert das Musikvideo eigentlich so ein bisschen guerillamässig, also ohne grosse Vorbereitung gemacht. Und ich habe das Gefühl, es ist recht cool geworden und vor allem weißt, mit kleinem Budget, weil ich habe noch nicht so viel Geld, um jetzt da mega viel reinstecken und deshalb haben wir das irgendwie so zusammengeschustert und ich habe das Gefühl, es ist recht cool geworden. Ja, ich finde absolut, es ist mega, mega geil geworden. So, jetzt, wir sind ja an der Berufsmesse. Erzähl doch mal ein bisschen, was hat sich in den letzten Jahren beruflich bei dir verändert? Ja, schon seit ich klein bin, wollte Musiker werden. Und habe dann aber schnell gemerkt, dass man zum Musiker werden nicht wirklich eine Lehre machen kann und in der Schweiz nicht wirklich eine Ausbildung hat, um das zu machen. Und habe dann etwas anderes gesucht, wo mir Spass macht. Und das war in meinem Fall dann Grafik und Design. Und habe mich dann für eine Grafikerlehre entschieden, habe aber den Traum von Musiker wie nicht aufgegeben und immer weiter an dem gearbeitet. Und habe jetzt vor einem halben Jahr oder einem Jahr habe ich dann einmal den Job, den ich als Grafiker habe, nicht auf die Seite gestellt, sondern einfach mal zum Beispiel einfach die Festanstellung gekündigt und habe mich so ein bisschen selbstständig gemacht, damit ich ein bisschen flexibel bin und kann freelancen als Grafiker nebenbei.
und jetzt hauptsächlich im Moment auch Musik kann machen. Jetzt gehen wir live. Stage Talk. Hallo und herzlich willkommen an der Berufswahl Stage 2019 an der Berufsmesse Zürich. Und hier haben wir einen ganz besonderen Gast, nämlich die Elisabetta Sifarelli. Stimmt das? Ja. Wollen Sie sich selber mal vorstellen, wer Sie denn genau sind? Gut, mein Name sieht man ja. Ich bin Berufsinspektorin beim Kanton Zürich, ich arbeite im Mittelschul- und Berufsbildungsamt und ich bin verantwortlich für Berufe Informatik, Mediamatik, Veranstaltungsfachmann, Multimedia-Elektroniker und noch etwa 5 weitere. Also sind alle ein bisschen technische Aspekte drin. Okay, und wenn Sie jetzt einem Jugendlichen erklären müssten, was Sie genau in Ihrem Beruf machen, wie würden Sie das genau formulieren? Ich habe Verantwortung über Betriebe, also über die Ausbildungsqualität. Das heisst, wenn jetzt zum Beispiel ein Betrieb entscheidet, dass er möchte gerne Lernende ausbilden, dann braucht das eine Bewilligung. Mhm. Das heisst, ich gehe dort vorbei und schaue, ob es genug Ressourcen, also einerseits Personen, andererseits aber auch Infrastruktur vorhanden hat, mhm. ist alles um, was es braucht, um eine gute Begleitung können machen von einem Lernenden. Das ist der eine Teil. Und der andere Teil ist natürlich der, der nicht so schön ist. Wenn es jetzt Probleme gibt in einem Lehrverhältnis, dann landet das in der Regel bei mir auf dem Tisch. Also Fragestellung oder Konflikt oder schwierige Situationen, Grenzüberschreitungen. Ja, und dann auch Lehrvertragsauflösungen. Also sehr vielfältig. Ja, es ist vielfältig. Extrem breit. Das ist tatsächlich so. Ja. Und wie sind Sie genau zu diesem Beruf gekommen? Durch die Berufsbildung selber. Also ich habe selber vorher als Berufsbildnerin gearbeitet. Also ganz ursprünglich habe ich selber mal eine Lehre gemacht. Und dann lange Jahre in der Informatik verbracht. Und bin dann in die Ausbildung von Informatikerinnen gerutscht. Aber immer mehr organisatorisch. Und so bin ich eigentlich, ja, so habe ich eigentlich den Koffer gehabt, oder? Von IT-Know-how, also Fach-Know-how und Berufsbildungs-Know-how. Und jetzt beim Amt, genau. Und ist das so der Beruf, den Sie auch als kleines Kind gesehen haben, von wegen, das ist mein Traumberuf, ich will das machen? Glaube nicht, ich habe nicht gewusst, dass es da gibt. Aber es ist seit sicher, würde jetzt mal sagen, seit 8 Jahren jetzt ein grosser Traum von mir gewesen. Da. Jetzt gehen wir live. Stage Talk. So, wir sind hier an der Berufswahl-Stage. Neben mir sitzt der Stefan Büsser. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. Fangen wir doch gerade an mit der ersten Frage. Stellt sich doch einfach mal vor für die, die Sie noch nicht kennen oder noch nicht einordnen können. Mein Name ist Stefan Büsser und ich bin der Nachfolger von Jonci in ganz vielen Sachen. Unter anderem jetzt hier beim Interview. Wieso nennen wir dich eigentlich Büssi? Wie bist du auf den Spitznamen gekommen oder wer hat ihn dir gegeben? Das ist eine Kreation von Roman Kirchberger. Der hat irgendwann damit angefangen, als wir zusammen Radio gemacht haben bei Energy. Am Morgen dort. Irgendwann hat er mit Büssi angefangen, frage mich nicht warum. Und seitdem müssen alle so sagen. So, seitdem sagen dir alle Büssi. Ja, ich glaube, die meisten Leute wissen gar nicht, dass ich Stefan heiße. Du hast ja das Webradio Unike gemacht und wieso hast du es dann aufgegeben? Ja, wir waren einfach zu erfolgreich gewesen. Und bevor uns der Schawinski aufgekauft hat, haben wir gefunden, nein, komm, wir beenden es lieber selber. Nein, es war natürlich so gewesen, dass ich das mit dem Sascha Wanner zusammen gemacht habe, der jetzt Energy Downtown moderiert. Und ja, wir haben dort eigentlich so ein bisschen Learning by Doing, das einfach selber gemacht und uns ein bisschen das Radio machen beigebracht. Okay. Uns dann aber bei richtigen Sendern, ja, für ein Schlusszeichen, beworben und beide einen Job bekommen. Dann hat sich wie das nicht mehr gelohnt, das doppelt zu machen, weil wir haben das ja dann nachher beruflich gemacht. Okay, also ihr habt es freiwillig aufgegeben, ist nicht so, dass so gesagt haben, nein, wir haben keinen Bock mehr aufeinander, wir hören das auf. Eines von den wenigen Medienprodukten, das nicht Konkurs gegangen ist. Wir haben das wirklich freiwillig aufgegeben. Gut, du hast ja parallel zu Unike auch noch ab und zu bei Videogang mitgemacht, wo wir noch einen kleinen Ausschnitt davon werden gesehen. Oh Gott! ja, was sagen Sie denn dazu? Ausser oh Gott. Ja, also ich habe nicht gewusst, dass das Material noch existiert. Es existiert noch. Ich bin schockiert und gespannt gleichzeitig. Ich weiß nicht, was überwiegt. Ist natürlich eine lässige Zeit gewesen. Also es war eigentlich mehr Zufall gewesen. Sascha und ich, wir haben Räumlichkeiten gesucht für unser Radio. Und dann hat es dort bei den Videogängen einfach nur einen Raum frei gehabt. Und die haben gesagt, ja, kommen doch da hier, machen doch Radio. Das passt doch, junge Radio machen und junge Fernsehen machen.
Und so sind wir dort gelandet und haben dann logischerweise, eben, es war ja nur ein kleiner Walk über, dann ab und zu einmal bei denen ausgeholfen, wenn sie irgendetwas gebraucht haben. Okay, ist es bereit? Kann man es schauen? Gut. Okay, jetzt bin ich gespannt. Es hat ein bisschen etwas, ich bin da wirklich den ganzen Tag auf tiefem Niveau, zumindest auf dem Boden umeinandergekrochen und habe irgendwelche Kabel angemacht. Eigentlich bin ich aber da, weil ich Aufnahmeleitung machen sollte. Das sind die, die am Anfang zeigen, wie klatscht und so. Das sprach eigentlich in der Garten, weiss ich was. Und sogenanntes Publikum heiß machen. Ist nicht so schwierig im Moment, es ist wirklich schönes Wetter. Und auf das bin ich relativ gespannt, wie das dann morgen und übermorgen wird laufen. Ich würde sich an dieser Stelle mal die vielen Leute von der Crew vorstellen, die da sind. Hallo, wo sind ihr? Ich bin viele gekommen. Grossartig. Ja, also erstens mal muss man auch sagen, dass mein Modegeschmack damals schon ausgezeichnet war mit diesen trägerlosen Shirts, die ich angehabt habe, die ich ja den Körper absolut dazu Hand jetzt trage. Und es hat schon ein bisschen etwas von Stand-up gehabt. Also ich bin gerade selber überrascht. Das ist gar nicht so schlimm, wie ich es erwartet habe. Das wär's gsi mit der Top Edition 239. Wenn du noch mehr sehen willst, geh einfach auf unseren YouTube-Kanal Berufswahl Stage und dort findest du alle Interviews. So, und wenn du bei uns jetzt willst Mitglied werden, gut zuhören. Wie bei jedem Verein kostet bei uns Mitgliedschaft etwas. Aber dafür kriegst du alle Adobe-Programme kostenlos und wirst von uns eingeführt. Zusätzlich kannst du noch helfen, Videogame-Videos mitgestalten. Gut, genug Infos für heute. Wenn du noch sehen willst, was wir am Samstag gemacht haben, geh einfach aufs Top Edition 238. Ich wünsche euch alle noch mega schöne Weihnachten. Ciao zusammen.